wie bin ich auf diesen großen Haufen Schrott gekommen? Und da wird so Leuten wie mir, wird dann richtig heiß. Herzlich willkommen beim Oldtimer Zentrum Berlin. Wir haben heute eine neue Episode, diesmal mit einem richtigen Gangsterauto. Ein Packard 120 von 1939. Wie bin ich auf diesen großen Haufen Schrott gekommen? Ganz einfach. Abends im Internet, man scrollt ein bisschen durch seine Suchseiten und man schaut, was es so Verrücktes gibt. Ende vom Lied ist, ich habe dieses Auto komplett blind gekauft. Ich habe zwei Bilder bekommen und habe gesagt, okay, den nehmen wir mit. Warum? Aus zwei Gründen. Einmal ein Packard 120 Coupé mit zweifachen Ersatzrädern. Sieht nicht nur cool aus. Ich würde behaupten, es gibt vielleicht eine Handvoll davon in Deutschland. Der zweite Grund. Es ist auch eine coole Basis, um daraus einen Red Rod oder Hot Rod zu machen. Das Auto ist wirklich zu 95% komplett. Also hier sind auch Teile dran, die kosten in Amerika richtig Kohle. Und das haben wir hier alles dran. Wir haben die Embleme, die Zierleisten. Hier haben wir sogar noch die Zierleisten dabei. Und jetzt stellt euch mal vor, dieses Ding würde man ein Stückchen tiefer legen, andere Felgen rauf, Lack rauf. Und dann hast du wahrscheinlich einen der größten Hot Rods, die es dann so in deinem Landkreis auf jeden Fall gibt. Wenn wir mal hier so ein bisschen lang gehen, Scheiben, Schrott, aber das ist kein Problem, das sind gerade Scheiben, die kann man jederzeit beim Glaser fertigen lassen. Hier unten sehen wir schon, also hier ist es schon alles ein bisschen knusprig, auch die Running Boards sind schon ein bisschen mit Leidenschaft gezogen, aber das sind alles gerade Bleche, das lässt sich alles anfertigen, nachfertigen, das ist überhaupt kein großes Problem. Die Silhouette, wenn wir uns das ganze Auto mal anschauen, also es wirkt ja sehr massiv, sehr bullig. Und mit meinen 1,80 Meter sieht man mal, wie groß das Ding ist. Ne? Und damit ist man auf jeden Fall bei jedem Oldtimer-Treffen so richtiger Al Capone. Was leider fehlt, oder beziehungsweise wir wissen es noch nicht, weil wir das noch nicht genau geprüft haben, aber die Kühlerfigur fehlt. Muss man mit leben, das kriegt man in den USA zum Glück, weil es genug andere Modelle gab, von denen man es nehmen könnte. Wir haben hier die Stoßstangen, wir haben die Blinker, die nachträglich mal angebaut worden sind. Diese ganzen Sachen sind da und das macht dieses Auto wirklich so besonders. So, jetzt schauen wir uns das, nennen wir es Prachtexemplar, uns nochmal genauer von innen an. Und jetzt komme ich mit den positiven Aspekten und ich weiß, jetzt werden Leute sagen, der Typ muss heute einen geraucht haben. Was findet er denn hier noch Positives? Aber nein, könnt ihr euch an die 59er Fury erinnern? Da haben mich Leute angeschrieben und gesagt, was willst du denn damit? Das Ding kannst du gleich auf den Schrott bringen. Wir haben einen Kunden, der ist super, super engagiert, der ist komplett im Gange mit der Restauration. Wir kriegen immer wieder so einen kleinen Stand davon. Und das ist genau das, wofür wir es machen, weil wir finden es nämlich geil, wenn Leute die Vision haben, diese alten Klassiker wieder so zurückzuholen. Aber schauen wir uns mal die Vision hier an. Was wir sehen, ist leichter Flugrost, möchte ich mal sagen. Selbst das Schloss möchte nicht mehr arbeiten. Aber das Coole ist an diesen Hot Rods, das sind gerade Bleche. Das lässt sich wirklich alles gut anfertigen. Aber ich habe ja noch eine kleine Überraschung. Also wie gesagt, da kommen wir später drauf zurück. Wenn wir uns ins Cockpit mal so ein bisschen begeben, ich möchte mich aus hygienischen und aus selbstschützenden Argumenten nicht ins Auto setzen. Aber wir sehen, die Tachoanzeige ist da. Der Meilenstand sind 55.000. Die Uhr ist da. Irgendwelche Mittelknöpfe für das Radio sind da. Das hat einen unglaublich coolen Charme. Das sieht jetzt erstmal sehr wild aus. Hier haben wir die Sitzbank. Das ist natürlich auch eine coole Sache. Wir haben hinten keine Sitzbank. Das könnte folgenden Grund haben. Punkt 1, sie ist einfach nicht da, weil ist nicht. Und Punkt 2 könnte sein, dass das ein Business Coupe war. Und das waren immer Fahrzeuge, die dann hinten so eine Liegefläche hatten oder so eine ebene Fläche. Und dann hat man da seine Waren zum Beispiel raufgetan, um dann von A nach B zu fahren und das dann immer zu greifen und dann seine Ware zu präsentieren. Jetzt sehen wir ja hier so ein bisschen
crunchy. Sagen wir es mal so. Das wollen wir auch gar nicht für euch vorenthalten, weil uns ist es ja wichtig, ihr müsst wissen, worauf ihr euch einlässt. Wir können euch an die Hand nehmen, wir können euch die Ware präsentieren, aber das Umsetzen müsst am Ende ihr machen. Und bevor ihr euch einen langen Weg macht, möchten wir, dass das hier ja schon von vornherein alles klar ist. Ein, zwei Polituren, vielleicht irgendwie eine neue Feder oder so, und dann sind wir eigentlich schon fast abfahrbereit. Lenksäule ist da, ist fest, Lenkrad funktioniert, Blinker nachträglich nachgerüstet. Wie gesagt, 1939 war das ja alles noch keine Pflicht. Wenn wir uns das mal von hinten anschauen, dann haben wir sogar, wenn wir uns das mal angucken, das sieht doch mega geil aus. Und das ist, Leute, das ist von 1939. Überlegt euch mal, wie alt das ist. Und dann sehen wir hier die Kennzeichenleuchte mit dem Logo. Ich glaube, das wird auch schon mal nachträglich mal getauscht worden sein. Aber das, wie geil sieht das denn aus? Heckschuhstange ist da. Blinker, wie gesagt, wurde nachträglich eingebaut. Und das ist alles vorhanden. Und wenn wir uns den Kofferraum anschauen, dann sehen wir, dass wir durch das Blech den Tank sehen. Das ist gut, dann hat man zumindest schon mal eine Idee, wie der Tank aussieht. Aber ja, crunchy. Aber darauf kommen wir auch nochmal später zurück. So, hier haben wir das Herzstück. Ein rein 8-Zylinder. Ob es der originale Motor ist, ihr wisst ja, wie es ist. Kann ich nicht sagen, möchte ich nicht sagen. Wenn ich es wüsste, würde ich es natürlich sagen. Aber das ist ja immer Spekulation. Es ist alles da, der Vergasertrakt ist da, die Krümmer sind da, die Zündkappen sind da. Also ich würde es nicht wundern, wenn wir gar nicht so viel Aufwand haben, um das Ding hier wieder zu laufen zu bringen. Die Motorhaube mit den ganzen Emblemen, das ist alles da. Das ist natürlich schon die halbe Miete, weil das Schlimmste, was ist, du hast ein seltenes Auto und die fehlen Teile. Dann suchst du in den USA, das ist gar kein Problem, aber du suchst dich dem nicht. Und jetzt kommt mal mit, ich habe nämlich noch eine coole Sache. Und da wird so Leuten wie mir, wird dann richtig heiß, wenn die sowas hier auskramen. Das sind originale Packard Radkappen. So, die gibt es selbstverständlich natürlich mit zum Auto dazu. Und ich meine, wir gucken uns das mal an. Und also die sind in einem so geilen Zustand, dass ich fast gern das Ding zu Hause mir an die Decke hängen würde. Ne? Wir haben hier noch ein paar Hörner. Also auch das ist irgendwie brauchbar, weil man das auch nochmal verchromen kann. Ach, zieh mal einer an. Das Thema mit das Emblem fehlt, hat sich soeben erledigt. Denn, meine Damen und Herren, sieht der nicht schön aus? So, also eigentlich müsste der hier noch einsacken. Aber ich meine, wie sieht das denn aus? Ist das nicht der Hammer? Nur mal so als kleine Anekdote. Also 1939 war das Thema Fußgängerschutz nicht so auf der Agenda. Ne? Also wenn mich das Ding trifft, dann heißt erstmal gute Nacht. Ja, also Thema Kühlerfigur hat sich gerade erledigt. Die haben wir da auf jeden Fall dabei. Wir haben natürlich noch einen wichtigen Punkt, und zwar, wie sieht es hier von unten aus? Und da kann ich euch sagen, der Rahmen hat oberflächlich natürlich ein bisschen Flugrost, wenn man das so nennen möchte. Das lässt sich aber meiner Meinung nach alles abtragen und dann auch wieder aufwerten. Alles in allem ist das auf jeden Fall ein solider Rahmen. Typischer X-Rahmen, wie es zu der Zeit damals benutzt worden ist. Getriebe verliert so noch ein bisschen Öl. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Alles ist da, was man braucht. Also hier kann man auf jeden Fall mit einer guten Basis anfangen. Untenrum ist das solide. Und ich hatte ja gesagt, wir haben noch eine kleine Überraschung. Das Auto ist soweit komplett. Aber natürlich ist der Body für sich, den wir dort haben, schon arg rostig. Und weil ich mir das schon vorab gedacht habe, habe ich so ein bisschen auch den Aufwand auf mich genommen und habe noch etwas gekauft. Kommt mal mit. Und zwar haben wir hier eine Karosserie von einem Packard, von einem 120 aus 1940. So, ob das jetzt 1:1 ganz genau komplett passt,
Kann ich nicht beurteilen, dafür bin ich nicht der Packard-Experte. Wenn ihr das wisst, belehrt mich eines Besseren, aber ich denke, das Ding ist eine große Unterstützung für die Restauration von dem 39er. Irgendeiner hat sich schon mal gedacht, hey, ich werde Hot Rodder, hat die ganzen Punkte zugepunktet, die ganzen Löcher für die Zierleisten, genauso die Türembleme, diese fehlen auch. Aber es ist auf jeden Fall eine brauchbare Tür schon mal dabei. Das heißt, all das, was ihr gesehen habt, all dieser Rost, das habt ihr hier nicht. So, und jetzt fängt das ganze Projekt an, wirklich interessant zu sein, weil mit einmal verschwinden ja hier hunderte von Karosseriestunden, die dort fällig gewesen wären. Ich habe in dieser Karosse einiges an Teilen. Also, wir haben hier die Scheiben. Das ist Beifahrerseite. So, jetzt schaut euch mal das hier an. Das ist natürlich der Oberhammer, wenn irgendwas wirklich rostig ist. So, schaut mal her. So, das kommt hier rein und wird hier eingesetzt. So, das sind schon wieder Teile, die euch bei der Restauration von dem Hauptauto sehr, sehr, sehr viel aushelfen werden. So, dann haben wir hier die hinteren Scheiben, die wir hier einsetzen können. So, die kommen hier rein. Das ist alles nicht schön und das braucht auch seine Arbeit, ne? Das ist gar keine Frage, aber das hilft ungemein. Weiß ja nicht genau. Ach so, ach schau mal, ich dachte, das wäre irgendein Schrott. Guck mal, das sind die ganzen Zierleisten, die um die Karosserie einmal rumgehen. Siehst du das? Guck mal. Das ist alles und das ist natürlich auch schon ja Gold wert, ne, dass wir das hier haben. Scheibenrahmen vorne. Also ihr seht, das sind wirklich hilfreiche Sachen. Das ist nicht nur irgendein Schnickschnack, mit dem man nichts anfangen kann, sondern das sind wirklich nützliche Dinge. Das gucken wir uns gleich an. Ich würde sagen, eine Getriebetraverse. So. Ein Kotflügel. Auch sehr, sehr hilfreich, ne? So, schaut mal. Hier haben wir die hinteren Kotflügel. Die hinteren Kotflügel. Hier haben wir einen vorderen Kotflügel. Hier haben wir noch lauter Verstrebungen. Hier haben wir noch einen Scheibenrahmen. Also ihr seht, hier ist mehr als genug dabei, um wirklich eine Basis für die Restauration zu haben, ne? Boah, guckt ihr das mal an. Ich vermute, das kommt in die Mittelkonsole rein. Ah, das wird aus Messing oder sowas sein. Warte, guck mal, das sieht doch schon geil aus. Oh. Eins, zwei, drei von dem 160. Vier, fünf. Ich glaube, eine Radkappe werde ich für mich behalten. Also wir sehen, es gibt jede Menge Zeug zum Auto dazu. Wenn wir uns die mal von hinten einmal anschauen, das ist alles hier. Hier sehen wir mal, hier hat er was aufbekommen, aber das ist völlig in Ordnung. Hier unten sehen wir die Bleche. Auch der ist brauchbar, weil der andere ist ja wirklich komplett weggerostet. Auch nur teilweise müssen wir ein bisschen was rausschneiden. Das alles gibt es in einem Paket. Das kommt alles zusammen. Es wird auch nicht separat verkauft. Also die anderen Packard-Leute, es tut mir wirklich leid. Aber wir können nichts davon verkaufen, weil das ist auch dem neuen Kunden dann unfair. Ich denke, wir konnten euch einen guten Eindruck von geben, was das ist. Es ist eine volle Restauration, darüber brauchen wir gar nicht zu reden. Das Auto läuft derzeitig nicht, wir werden es auch nicht prüfen. Was mit dem Schaltgetriebe ist, können wir auch nichts sagen. Aber ich denke, es ist eine gute Basis, um sich vielleicht so einen Traum zu erfüllen oder einen richtig coolen Hot Rod zu bauen. Das hängt wirklich an jedem selbst, was für Vision er da hat und wie er das so umsetzen möchte. Ich würde sagen, das war es erstmal von uns. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch. Und ansonsten würde ich sagen, abonniert unseren Channel und bis zum nächsten Mal, ne? Bis dann.